Und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier in Bandos Haus und müssen immer noch versuchen, die Tür zuzumachen, damit der Bando hier nicht reinkommt. Und wir machen mal den. Und was ist mir mit der Leiter da vorstellen? Du sollst die Feuerstein drunter legen? Achso, das war Spot. Ach, da ist ein Mauseloch. Aha. Wenn ich da. Achso, okay. Nein, damit die Maus nach Stein riecht. Ist da vielleicht irgendwas drin? Nicht nötig, oder? Warte mal, Spot. Machen wir den Spot mal klein. Wenn er brennt. Oh, ich liebe den brennenden Spot. Oh. Auch nicht so wirklich. Na okay, lass mal das Mauseloch erstmal. Ist sonst aber nichts. Tür. Schrank. Und Schraubstock. Jetzt soll das also wirklich als Dirigentenstab benutzt werden, oder kann ich das als Musikinstrument? Kann ich mal aus dem. Ne, ne, ist schon okay. Ist schon okay, guter Cedric. Nicht den Schrank zerhacke. Oder könnte ich den auch aufmachen? Ah, okay. Ach stimmt, hier kam ja letztens ein Vogel raus. Ah, stimmt, da war ja was. Wir haben jetzt auch nichts wirklich Wichtiges gefunden, wo ich sagen würde, das können wir hier unten benutzen, oder? Und wenn ich hier eine Leiter anstelle? Moment. Na dann. Nein, du sollst. Ach, Cedric. Warum stellst du die Leiter hin, damit du sie wieder absetzt? Bist doch manchmal. Bist du echt. So. Okay. Dann gehen wir nochmal ein Stück runter. Dann müsste ja alles wieder okay sein. Noch ein Stück runter. Okay, und jetzt müsste theoretisch wieder. Ne, der ist immer noch nicht da. Okay. Wenn ich hier reingehe. Okay.
Was muss ich tun? Ach, guck mal hier oben, die Katze kann ich gar nicht. Nee, kann ich nicht. Hab keine Ahnung, was ich tun soll. Achso, muss ich doch nicht leider jetzt benutzen, aber dazu muss der Bando verschwinden. Ah, okay, sehr schön. Dann kann ich jetzt die Leiter benutzen. Genau so. Mal schauen, was da drin jetzt los ist. Ah, jetzt schläft der. Wenn ich die Socke dem darüber ziehe. Okay. Anscheinend ist das schon richtig gedacht. Dann machen wir. Es geht nicht, okay. Ich gehe mal da hoch. Na okay, dann gehen wir mal raus. Und wir müssen irgendwie dem Hund. Also dem Krokodilshund. Okay. Das hat was mit der Socke zu tun, das ist schon mal klar. Mal schauen. Das sieht gar nicht lächerlich aus. Und ein Ding geht's nicht. Und mit dem Ruhm einfach einen Stein auf den Kopf hauen, das geht auch nicht. Oder die Axt ins Gesicht so. Und wenn ich hier mich mal so drauf sitze. Okay. Und das Bild da. Ich meine, das ist ja alles greifbereit, deswegen nehme ich einfach mal. Da hat er wohl protestiert im Schlaf. Was könnte ich denn sonst noch herausschleppen? Den Globus? Ah, dein Rücken würde protestieren, wenn du das Ding rausschleppst, ist schon klar. Schlepp mal doch das Ding hier raus. Ja, ist schon klar. Tja, ich habe keine Ahnung, was wir rausschleppen sollen. Ja, okay. Wie bringen wir das Krokodil jetzt? Ich gehe mal zu Bando, vielleicht weiß der was. Wie bringen wir das Krokodil dazu, die Fresse zu halten? Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh.
Oh, ich habe gar nicht auf Aufnahmepause gedrückt. Oh mein Gott, nein! Was, Aufnahmepause? Ach, was laber ich? Ach, egal, vergiss das. Na, dann sprechen wir über. Ach, Quatsch. So. Okay, das Bando wusste das natürlich. Na, was können wir jetzt hier noch machen? Wir haben das Mauseloch noch. Und wir haben die Leiter. Ich kann mit beiden aber nichts anfangen. Also im Moment zumindest nicht. Wir müssen das Krokodil irgendwie noch besänftigen. Wahrscheinlich die Maus in die Socke reinstopfen. Dazu müsste ich mit der Socke wahrscheinlich irgendeine Art Falle bauen. Aber wie locke ich die Maus denn hierher? Keine Ahnung, was ich tue. Okay, Schraubstock. Was kann jemand in dem Schraubstock spannen? Wenn ich die Schaufel nehme. Okay, ist schon klar. Die Axt soll aber also ganz sein, okay. Feuerstein, Socke. Wo kriege ich einen passenden Stiel her? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Wenn ich Bandy Socke einfach zurückgebe. Okay. Aber nett, dass der uns alles schenkt. Und das? Na dann müssen wir wohl irgendwie lernen, das Lied zu spielen. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn der Cedric da schon sagt. Aber wie zur Hölle? Wieso sind die Kerzen jetzt schon wieder an? Hier kann ja gar niemand gewesen sein.
Du sollst dich auch nicht hier lassen, du sollst dich auspusten. Du sollst ja nicht mit ihm, du sollst auspusten. Sag mal, dieser dämliche Mönch, ey, ganz ehrlich. Wie kann man so strohdolf sein? So. Spotty, du wirst jetzt mal bitte normal. Und du bist was? Was ist das denn? Stimmt, hier ist ja auch noch was. Und hier haben wir. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Mast und wir haben eine Axt. Ah. Bestimmt was Sinnvolles. Na, dann wollen wir mal schauen. Okay. Tja, was mache ich damit jetzt? Muss mal gucken, kann ich? Kann ich eventuell? Jetzt habe ich eine Schaufel. Klasse. Schaufel, eine Axt, ein Stein, eine Socke. Was soll ich damit anfangen? Vielleicht für eine Schaufel? Was ist das für ein Geräusch? Aber wir haben doch keinen. Cedric bringt mich nicht zum Verzweifeln. Okay, ich gehe dahin. Sind hier die ganzen Katzen schon wieder an? Ich glaub's nicht. Damn, schon Mensch. Okay, ich habe eine Schaufel. Wozu könnte ich eine Schaufel gebrauchen? Wozu könnte ich eine Schaufel gebrauchen? Wozu könnte ich eine Schaufel gebrauchen? Kann ich eventuell. Ob ich die irgendwie einsammeln kann? Oder damit? Okay. Das ist alles so kompliziert. Und vor allen Dingen ist es längst über der Aufnahmezeit. Ah. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Freunde. Und dann werden wir hoffentlich erfahren, was wir hier tun sollen und wie wir das tun sollen. Und ich habe keine Ahnung. Die sind so liebevoll gestaltet, die Räume. Auch schön. Na, okay. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich Tschüss. Also bis morgen. Arrivederci.